Auf dieser Regionalkarte der Stadt Traun ist unser Weg von unseren nächsten Kapiteln mit Farbe skizziert. Diese Anlage besitzt zwei vertikale versetzte Kaplan-Turbinen. Jede dieser Turbinen wird mit bis zu 100.000 Liter Wasser pro Sekunde angetrieben. Oberhalb vom rechten Ufergelände der Traun befindet sich eine Schottergrube und zugleich mehrere Schotteiche. Durch Baggerungsarbeiten werden immer wieder Grundwasser vom Erdreich freigesetzt. Diese fließen dann in Form eines kleinen Baches hier in die Traun. Das überschüssige Wasser des Altamts fließt dann hier in Form einer Quelle hier in die Traun.
das überschüssige Wasser des Altarms fließt dann hier in Form einer Quelle hier in die Traun. Das ist nur eine Angst. Der Öze verfügt sogar über einen Abfluss. Dieser mündet hier in Form eines kleinen Baches in die Traun. Etwa 500 Meter flussabwärts befindet sich die Traunwehr Saunamühle. Die Traun teilt sich in zwei Flussarme. Im rechten fließt bei normalem Mittelstand etwa 30.000 Liter Wasser pro Sekunde. Bei Hochwasser kann die Durchflussmenge der Resttraun mehrere hundert Kubikmeter betragen.